Staatssekretär, lieber Nils Hilmer, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Bundes und des Landes, besonders begrüße ich unsere Bundestagsabgeordneten hier aus dem Land, Herrn Ahlt und Frau Tschau, aber auch Herrn Gedichen aus dem Haushaltsausschuss. Haushalt ist immer wichtig, besonders bei diesem Thema. Und ich begrüße natürlich ganz herzlich meinen Minister für Inneres, Christian Pegel. Und Sie natürlich nochmal, lieber General Hoppe, General Bodemann, lieber General Nerger. Ich begrüße alle Vertreterinnen und Vertreter der Blaulichtorganisation, alle Heimatschutzkräfte und natürlich alle Gäste. Es ist mir wirklich ein wichtiges Anliegen, heute hier bei der Heimatschutzübung dabei zu sein. Und ich sehe schon an viele konzentrierte und erwartungsvolle Gesichter. Heimatschutz ist eine verantwortungsvolle Aufgabe und wir haben es eben gehört, sie ist vor dem Hintergrund des Angriffskriegs von Russland in der Ukraine und damit der Bedrohung für unsere Friedensordnung nochmal eine ganz neue, bedeutendere Aufgabe geworden. Es geht um die Sicherung der kritischen Infrastruktur, wie zum Beispiel Seehäfen. Das ist natürlich für uns hier in Rostock ein ganz großes Thema. Deswegen freue ich mich auch, dass wir gleich die Gelegenheit haben, durch den Hafen zu fahren, wo dann jeder nochmal mit eigenen Augen sehen kann, wie wichtig die Infrastruktur ist. Denn wir haben natürlich hier bei uns im Hafen eine wirtschaftliche, eine zivile, aber auch eine militärische Infrastruktur, wenn ich alleine an das neue Marinearsenal denke. Beim Heimatschutz kommt auch der Katastrophenschutz zum Einsatz. Sie sind im Ernstfall zur Stelle, unterstützen unsere Soldatinnen und Soldaten, packen mit an. Und das ist klar, das muss trainiert werden, damit Abläufe klar sind, damit genau alle wissen, was sie zu tun haben. Das passiert heute und besonders ist, dass diese Übung im Rahmen der großen NATO-Übung stattfindet. Aktuell nehmen rund 90.000 Soldatinnen und Soldaten daran teil. Auch unsere Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern ist eingebunden und wir sind nicht das größte Bundesland, aber vor dem Hintergrund der Bundeswehr sind wir ein entscheidendes Bundesland. Wir haben alle Bereiche hier bei uns. Das Heer, die Marine, die Luftwaffe, Sanitätsdienst, Verwaltungsbereiche, alle Teile der Bundeswehr sind stark und prominent vertreten. Und ich kann hier allen Gästen sagen, wir arbeiten mit der Bundeswehr sehr eng zusammen. Die Bundeswehr ist bei uns zu Hause. Wir sehen uns als Land zunächst erstmal als Heimat für unsere Soldatinnen und Soldaten mit ihren Familien. Ob sie hier stationiert sind oder eben auch stationiert und wohnen. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir insbesondere im Ostseeraum natürlich nochmal eine wichtige strategische Lage haben. Rostock ist auch Sitz des Marinekommandos, des Inspektors der Marine und des Marinearsenals. Darauf sind wir sehr stolz und arbeiten seit vielen Jahren ganz eng mit der Marine zusammen. Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern mit seinen Seehäfen leisten wichtige Unterstützung, wenn es zum Beispiel um die Verlegung von Truppen oder Material in andere Bündnisländer geht. Wir sind damit Drehscheibe und Transitland im Herzen Europas. Und an dieser Stelle möchte ich ganz besonders Exzellenz, den Botschafter aus Litauen begrüßen. Lieber Herr Botschafter, Sie haben hier praktisch ein zweites Zuhause, wenn ich es mal so sagen darf. Wir sind hier sehr viel zusammen, gerade vor kurzem beim großen Baltic Sea Business Day, aber eben auch heute. Und ich durfte im letzten Jahr unsere Soldatinnen und Soldaten, die die Brigade in Rukla verstärkt hat, ein Versprechen von Deutschland an Litauen, besuchen. Es war, Herr Nerger war dabei, es war sehr eindrucksvoll. Zunächst erstmal natürlich die Situation unserer Soldatinnen und Soldaten zu erleben, aber auch in den politischen Gesprächen mit ihrer Premierministerin in Litauen zu erfahren und zu wissen, wie wichtig es ist eben für unsere Bündnispartner, gerade für die baltischen Staaten, dass diese Sicherheit gegeben wird durch Verstärkung vor Ort, aber auch durch solche Übungen wie heute, dass wirklich man sich praktisch vor Ort anschauen kann, was läuft im Ernstfall. Und mein Motto ist immer, wir hoffen das Beste, müssen aber auf das Schlimmste vorbereitet sein. Und so verstehe ich eben auch diese Übungen, die auch natürlich eine abschreckende Funktion haben. Und mit dem brutalen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine ist natürlich als allererstes viel Leid und Not über die Ukraine gebracht worden. Aber, und das ist unsere politische Aufgabe, das immer in der Öffentlichkeit zu vermitteln, und das ist nicht leicht, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger auch in Deutschland darüber bewusst sind, dass mit diesem Angriffskrieg eben die komplette Friedensordnung in Europa
angegriffen wurde und in Frage gestellt worden ist und bedroht wurde. Und damit ist eben auch der Ernstfall näher gerückt, die Zeitenwende, wie es unser Kanzler sagt. Wir haben den Anspruch, mit allen Ländern und Menschen in Frieden zu leben. Das ist unsere Idee, auch von einem friedlichen Europa. Aber wir müssen eben auch für den Ernstfall gerüstet sein, wenn Deutschland gezwungen ist, unser Land oder unsere Bündnispartner zu verteidigen. Diesen Herausforderungen stellen wir uns. Natürlich mit zum Beispiel mit der großen NATO-Übung und mit dem Training des Heimatschutzes. Und deshalb möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute alle dabei sind. Und ich freue mich, wenn wir nachher noch die Möglichkeit haben, am Abschluss beim Appell auch die Übung auszuwerten. Für jetzt, für die nächsten Stunden wünsche ich vor allem gutes Gelingen, dass alle dabei unverletzt bleiben und gesund diese Übung durchstehen. Und dabei viel Erfolg. Schön, dass wir dabei sein können. Vielen Dank. Ich habe gelernt, bei vielen Terminen mit der Bundeswehr, es hat immer hier alles seine Ordnung. Das finde ich gut. Und man bewegt sich erst, wenn man eine klare Ansage kriegt, dass man dran ist. Das bin ich jetzt und ich möchte mich den Dankesworten anschließen. Liebe Heimatschützerinnen und Heimatschützer, liebe aktive Soldatinnen und Soldaten, es war eine beeindruckende Demonstration Ihrer Fähigkeiten. Und auch mir ging es so, dass ich gar nicht richtig erkennen konnte, wer ist jetzt Heimatschützer, wer ist aktiver Soldat. Und das ist ja Sinn und Zweck, dass man so Hand in Hand zusammenarbeitet, dass man zusammen dann auch das Maximale erreicht. Ich möchte den Soldatinnen und Soldaten danken, die stellvertretend hier stehen für die vielen Soldatinnen und Soldaten in ganz Deutschland und natürlich auch bei uns im Bundesland, ob bei Heer, Luftwaffe oder Marine. Sie leisten einen ganz wichtigen Beitrag für unsere Sicherheit, aber auch für die Sicherheit unserer Bündnisländer und gerade in sehr, sehr bewegten Zeiten. Und ich möchte auch den Heimatschützerinnen und Heimatschützern danken. Sie sind auch an der Seite derjenigen, die sagen, wir müssen für unsere Sicherheit sorgen. Sie machen es als Reservisten und ich hoffe sehr, dass diese Übung, die ja auch so gemacht worden ist, dass wir sie gut verfolgen konnten, die Gäste, aber auch die Öffentlichkeit, dass sie dazu führt, dass die Wertschätzung und Anerkennung in der Bevölkerung für die Soldaten da ist, aber eben auch für unsere Heimatschützerinnen und Heimatschützer und dass sich vielleicht der oder die eine überlegt, auch mitzumachen. Ich will mich ganz herzlich bedanken beim Landeskommando, bei Ihnen, Herr Nerger, aber bei allen, die das hier vorbereitet haben, auch beim Marinestützpunkt, bei unserer Polizei, beim Technischen Hilfswerk, allen, die hier heute diese große Übung vorbereitet und begleitet haben. Ich habe es heute zu Beginn der Veranstaltung gesagt und möchte es nochmal wiederholen. Es gilt das Motto, wir hoffen das Beste, aber bereiten uns auf das Schlimmste vor. Und der Angriffskrieg von Putins Russland in der Ukraine bringt viel Leid über die Menschen in der Ukraine und deshalb ist es auch richtig, dass wir sie militärisch, finanziell und humanitär unterstützen. Aber Putin hat eben damit auch die Friedensordnung, auf die wir gesetzt haben, auch ich, diese Friedensordnung in Frage gestellt und er bedroht diese Friedensordnung. Und für mich gilt deshalb das zu unterstützen, was unser Kanzler gesagt hat, es ist eine Zeitenwende. Wir haben darauf vertraut, dass ein solcher Angriffskrieg nicht passiert, aber wir sind eines Besseren belehrt worden und ein zweiter Fehler unterläuft uns nicht. Und deshalb ist es auch der Grund, warum wir uns auf solche Fälle vorbereiten. Und ich sage, ich weiß, dass ich das hier niemand auf dem Platz erklären muss und auch niemand von den Gästen, aber ich sage es auch als Ministerpräsidentin an alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, auch gerade an diejenigen, die zweifeln oder in Frage stellen, ob das denn alles nötig ist. Ja, die bessere Ausrüstung und auch Aufrüstung unserer Bundeswehr ist nötig. Und ja, solche Übungen sind nötig, denn wir müssen alles daran setzen, dass wir im Ernstfall verteidigungsfähig sind. Und das gilt nicht allein nur für unser Land, für Deutschland, das gilt vor allem auch für unsere Bündnispartner. Das sage ich ganz speziell an die Adresse von Litauen, weil heute der litauische Botschafter da ist, der vielen Dank dafür, der mit seiner Anwesenheit zeigt, wie wichtig es den Menschen zum Beispiel in den baltischen Ländern ist, wie bedroht sie sich fühlen. Und der Botschafter hat vorhin auf dem Schiff den Satz gesagt, den ich schon mehrfach gehört habe, ob es die litauische
Premierministerin ist, ob es hier der ukrainische Botschafter ist. Auf Deutschland ist Verlass. Wir machen das, was wir auch sagen und versprechen. Aber das kann Politik nur, wenn wir Menschen haben wie Sie, die auch bereit sind, es zu machen, zu unterstützen. Und wir haben heute in der Übung gesehen, wie schnell wir in der Lage wären, eben im Ernstfall die NATO-Ostflanke in Litauen noch stärker zu unterstützen, als wir es bisher machen. Wir hoffen, dass dieser Ernstfall nie eintritt. Wir wissen aber, dass wir darauf gut vorbereitet sind. Und ich darf als Ministerpräsidentin versprechen, dass wir weiter die Bundeswehr hier im Land unterstützen. Das zeigt auch, dass heute viele zivilgesellschaftliche Gäste dabei waren aus der Wirtschaft, natürlich auch die Blaulichtvertretungen. Es waren heute ganz viele da, auch Bürgermeister, die sich für diese Übung interessiert haben. Und dafür möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei allen Akteuren aus Mecklenburg-Vorpommern, dass ich heute hier nicht alleine war, sondern dass wir hier zusammen dabei waren und damit auch zeigen, uns ist unsere Bundeswehr wichtig, uns ist dieses Thema wichtig. Vielen Dank auch Ihnen noch einmal dafür, dass wir hier alle zusammen stark auf dem Platz waren. Zum Schluss wünsche ich Ihnen persönlich und Ihren Familien alles Gute, bleiben Sie gesund und Respekt, Anerkennung und große Wertschätzung und große Dankbarkeit dafür, dass Sie da sind für unser Land und unsere Werte verteidigen, Frieden, Freiheit und Demokratie. Vielen Dank dafür. Ich möchte ganz herzlich unseren Heimatschützerinnen und Heimatschützern, aber vor allem auch Herrn Hoppe und allen, die das strukturell begleiten von der Bundeswehr, danken. Es war heute eine große Übung, die, wie man hört, gut abgeschlossen worden ist. Und es war erstmal das Wichtigste, dass die Übung funktioniert und dass alle auch gut durch die Übung kommen. Viele Soldatinnen und Soldaten sind in Mecklenburg-Vorpommern stationiert, leben hier mit ihren Familien, ob in der Marine, in der Luftwaffe oder im Heer. Und wir haben eben auch Heimatschützer, Heimatschützerinnen, das sind Reservisten, die zusätzlich für den Heimatschutz in unserem Land sorgen. Und es ging darum, dass die heute hier die Übung machen für den Ernstfall. Und für mich war beeindruckend zu sehen, wie alle Bereiche Hand in Hand zusammenarbeiten. Die aktiven Soldaten, die Heimatschützer, aber auch unsere Polizei, das technische Hilfswerk, alles hat funktioniert. Und ich weiß, dass es auch kritische Bürgerinnen und Bürger gibt, die fragen, muss das denn alles sein? Die Aus- und Aufrüstung der Bundeswehr, diese großen Übungen. Und ich sage ganz deutlich, ja, das muss sein. Putin hat mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine die europäische Friedensordnung bedroht. Und es ist wichtig, dass wir der Ukraine helfen, militärisch, finanziell und humanitär. Es ist aber auch wichtig, dass wir mehr für die eigene Bündnisverteidigung tun. Denn es geht um die Sicherheit in Deutschland, aber es geht auch um die Sicherheit unserer Bündnispartner. Und ein Bündnispartner, das Land Litauen, war heute vertreten durch den Botschafter. Und ich weiß aus Gesprächen mit der litauischen Premierministerin, dass sich gerade unsere baltischen Länder sehr bedroht fühlen. Und deshalb ist es wichtig, dass heute auch gezeigt wurde, wie schnell wir auch im Ernstfall die NATO-Ostflanke in Litauen weiter verstärken können, dass die Prozesse funktionieren. Wir haben auch diese Übung genutzt, um allen Gästen der Bundeswehr, aber auch aus anderen Bundesländern, die angereist waren, zu zeigen, was bedeutet eigentlich der Seehafen Rostock. Der Seehafen Rostock ist einer der wichtigsten Infrastrukturen für Deutschland, für den Ostseeraum und für Europa. Wir haben zum einen viele Güter, die hier ankommen und weiter transportiert werden für die Versorgung der Menschen in unserem Land und in Europa. Wir haben zum anderen hier wichtige Industrie, die Werften, Liebherr, den Bau von Konverterplattformen, also auch kritische Industrie, die wir brauchen. Und wir haben natürlich hier auch den Marinestützpunkt der deutschen Marine, den Zentralsitz. Und all diese wichtige Infrastruktur gilt es auch zu schützen. Und darum geht es, dass Militär und Heimatschutz zusammenarbeiten und eben hier den Standort auch bestmöglich schützen. Vielen Dank allen, die heute hier dabei waren. Und mein großer Respekt gilt den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land, die eben über den Heimatschutz zusätzlich zu ihrem Job oder eben schon im Ruhestand ihren Beitrag für unser Land leisten. Vielen Dank. Dankeschön. Damit ist dieser Presseanteil zu Ende. Es kommt gleich der nächste Gast.